Hast du gerade richtig Bock auf lange Haare? Ja? Ist eine gute Idee. Ich habe mir nämlich meine Haare auch lang wachsen lassen. Aber hast du dir auch über die Nachteile langer Haare Gedanken gemacht? Auch wenn vor kurzem ein Video rauskam zu den Vorteilen von langen Haaren. Nein, Leute, lange Haare haben nicht nur Vorteile. Wenn du dir deine Haare lang wachsen lassen möchtest, dann solltest du dir sowohl über die Vorteile als auch über die Nachteile Gedanken machen. Und über die letzteren, über die Nachteile, darüber spreche ich jetzt in diesem Video. Der erste Nachteil, Leute, ganz klar, die Kommentare von allen möglichen Leuten, die dich schon Ewigkeiten kennen. Daniel, mit kurzen Haaren sahst du viel cooler aus. Also Daniel, kurze Haare standen dir wirklich viel besser. Nee, an diese langen Haare, nee, daran kann ich mich nicht gewöhnen. Also mit kurzen Haaren sahst du wirklich viel smarter aus. Kurze Haare, das passt wirklich viel besser zu dir. Entschuldigung, halt die Fresse. Ohne Spaß, Leute, das müsst ihr definitiv im Hinterkopf haben. Denn gerade die Menschen, die euch schon Ewigkeiten kennen und die es gewohnt sind, euch mit kurzen Haaren zu sehen, für die ist es natürlich erstmal sehr komisch, euch dann mit langen Haaren zu sehen. Und gerade von den Leuten werdet ihr auf jeden Fall sehr viele Kommentare reingedrückt bekommen. Ein anderer Nachteil ist der Sommer, ganz klar. Wenn du lange Haare hast, beziehungsweise so eine richtige Mähne auf dem Kopf hast, wie ich jetzt, dann ist es im Sommer ganz klar viel, viel wärmer auf deinem Kopf als im Winter. Ja? Also manchmal hast du sogar tatsächlich im Sommer das Gefühl, dass dein Kopf explodiert. Dann ist es dir so heiß auf dem Kopf, das ist manchmal schon ein bisschen schwierig. Aber ja, das ist halt immer so. Neben den blöden Kommentaren gibt es auch noch die Frauenjokes. Ja? Ein-, zweimal ist es vielleicht okay, ja, ist vielleicht auch lustig, aber irgendwann kannst du es einfach nicht mehr hören. Ja, wir leben im 21. Jahrhundert, Leute, und im 21. Jahrhundert können auch Männer lange Haare tragen. Meine Güte! Ein anderer Nachteil ist, dass lange Haare wirklich Zeit brauchen. Wenn du wirklich lange Haare haben möchtest, dann kannst du nicht einfach sagen, ja, ich hätte gerne in 2-3 Monaten lange Haare. Nee, so funktioniert das nicht. Du musst tatsächlich Minimum 1,5 Jahre investieren und 1,5 Jahre warten, bis du wirklich schöne lange Haare hast, die du dir auch zu einem Man-Bun zusammenbinden kannst. Ein anderer Nachteil, den man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, ist der Haarausfall. Denn jeder von uns hat Haarausfall. Ja, also einen gewissen Anteil der Haare, der fällt halt einfach aus. Das ist einfach so, ja. Denn die Haare durchlaufen halt so einen Haarzyklus, der besteht aus Wachstumsphase, Übergangsphase und Ruhephase. Und wenn die Haare in der Ruhephase sind, dann fallen sie irgendwann aus. Wenn du allerdings lange Haare hast, ja, dann fällt das natürlich extrem auf. Wenn du dann irgendwo mal Haare irgendwo auf dem Boden findest, dann denkst du so, Alter, warum sind da so viele Haare? Also du kannst dich auf jeden Fall darauf einstellen, wenn du lange Haare hast, dann hast du natürlich auch immer noch ein Stück weit Haarausfall, also ein Teil deiner Haare wird ausfallen und der wird dann halt irgendwo in der Wohnung, im Badezimmer oder so rumliegen und dann musst du halt die Haare immer wieder aufs Neue wegwischen oder wegfegen. Ist lästig, aber lässt sich nicht vermeiden. Ein anderer Nachteil, der vollkommen logisch ist, ist folgender, dass du halt mehr Produkte benötigst. Ja, ganz klar. Wenn du kurze Haare hast und dir deine Haare wäschst, dann brauchst du halt natürlich nicht so viel Shampoo und auch nicht so viel Conditioner, als wenn du lange Haare hast. Heißt, du brauchst wesentlich mehr Produkte für deine Pflege. Das ist, ich denke mal, hoffentlich jedem klar. Haargummis sind eigentlich kein Nachteil, denn Haargummis brauchst du genauso wie das Klopapier zum Arsch abwischen, ja? Wenn du lange Haare hast. Aber der Nachteil an Haargummis ist halt folgender, dass du Haargummis ständig, wirklich ständig verlierst, egal was Sache ist. Ja, ich will nicht wissen, wie viele Haargummis ich jetzt in meiner Karriere als langhaariger Typ schon verballert habe. Also Haargummis brauchst du wirklich richtig, richtig viele. Und da kannst du dir auch zum Start, wenn du deine Haare lang wachsen lässt, dir direkt mal so 100 Stück kaufen, weil die verlierst du 120.000%. Ein anderer Nachteil ist das Essen und Sport machen und arbeiten. Warum ist das ein Nachteil? Wenn du zum Beispiel am Essen bist, ja, dann musst du deine Haare definitiv zusammenbinden. Ja, mit offenen Haaren kannst du nicht essen, weil dann kommt vielleicht ein Haar irgendwie in deinen Mund rein oder ein Haar fliegt runter in deine Suppe oder was auch immer. Oder auch beim Sport. Das nervt einfach. Ja, du musst dir deine Haare definitiv beim Sport, beim Arbeiten und beim Essen jedes Mal zusammenbinden. Ein anderer Nachteil von langen Haaren ist der Spliss. Du gehst natürlich logischerweise nicht ganz so oft zum Friseur, wenn du lange Haare hast. Und aus dem Grund bildet sich Spliss an den Spitzen deiner Haare. Und ja, das sieht natürlich nicht so schön aus. Da musst du dann irgendwann auch mal deine Spitzen schneiden. Klar, aber dieser Spliss, das merkst du halt bei kurzen Haaren nicht so doll, weil du natürlich oft zum Friseur gehst und dir oft deine Haare schneidest. Aber bei langen Haaren fällt der Spliss tatsächlich irgendwann auf. Ein anderer Nachteil ist, dass du dir keine Kurzhaarfrisur machen kannst. Ihr wollt nicht wissen, wie oft ich mir schon wieder gedacht habe, so ey komm, schneid einfach ab,
Ich habe wieder Bock, meine Haare zu stylen, ein bisschen Wachs zu nehmen, meine Haare irgendwie schön in Form zu bringen. Nein, Leute, das funktioniert nicht. Das dauert ja wieder 1,5 Jahre, bis die Haare wieder so lang sind, dass du dir einen stabilen Man-Bun machen kannst. Und auf das ganze Prozedere mit wachsen lassen, Übergangsphase, blöd aussehen, ja, da hast du wirklich keinen Bock drauf. Und deshalb sind Kurzhaarfrisuren keine Option. Ein anderer Nachteil von langen Haaren und auch von langem Bart ist, dass es sehr schnell ungepflegt aussehen kann. Heißt, du musst deine Haare als auch dein Bart, wenn du halt Bartträger bist, tatsächlich gut pflegen. Wenn du das nicht machst, ja, und du sagst so, nee, so Haarpflege und so ist nicht so meins und habe ich nicht so Bock drauf, ja, das kann halt nach hinten losgehen. Wenn du halt lange Haare hast, dann kann das unter Umständen halt bei wenig Pflege echt nicht so geil aussehen. Und da du und ich auf jeden Fall pflegebewusste Männer sind, kommt das für uns nicht in Frage. Deshalb, wenn du lange Haare dir wachsen lässt, dann musst du deine Haare auf jeden Fall mehr pflegen. Ansonsten sieht es halt sehr schnell ungepflegt aus. Und dann sind wir auch schon beim letzten Nachteil, Leute. Pflege. Pflege, Zeit, Energie und Arbeit. Eigentlich mehrere Nachteile im einen. Denn wenn ihr lange Haare habt, dann müsst ihr euch einfach bewusst sein, dass ihr A, natürlich mehr Arbeit mit den Haaren habt. Heißt, ihr müsst eure Haare viel mehr pflegen. B, ihr braucht wesentlich mehr Produkte. Das heißt, zeitgleich auch, dass ihr mehr Geld ausgeben müsst, denn ihr müsst einfach ausprobieren, welche Produkte für eure Haare gut funktionieren. Jeder Mensch hat eine andere Haarstruktur. Die einen Haare sind eher fettig, die anderen Haare sind eher trocken, die anderen Haare sind eher struppig, die anderen Haare sind zum Beispiel eher kraus oder haben Locken. Man muss einfach richtige Produkte für seine Haare finden. Ja, und da kann man am besten einfach ausprobieren, Produkte kaufen, wieder ausprobieren oder du abonnierst einfach meinen YouTube-Kanal, geht natürlich auch. So Leute, jetzt wisst ihr, dass es nicht nur Vorteile gibt, sondern auch Nachteile. Weitere Videos zum Thema Haarstyling findest du hier oben und meinen neuesten Upload findest du hier oben. Und nicht vergessen, wenn du dir lange Haare lang wachsen lässt, dann abonniere definitiv meinen Kanal, denn dann wird das wesentlich einfacher werden. Also, mach's gut, bis zum nächsten Mal.